Die Firma Ladenbau Hemann in Stemwede bei Osnabrück baut hauptsächlich Inneneinrichtungen für Geschäfte. Vor 60 Jahren wurden die ersten Läden gestaltet. Seit rund 50 Jahren arbeiten die Ladenbauer fast nur noch für Optiker, Hörakustiker und Juweliere. Wir bauen die klassische Vitrine, wo das Schmuckstück drin liegt. Wir bauen die klassische Kasse, die dazu gehört. Wir bauen Präsentationswände für Optiker, wo die Brille drauf präsentiert wird. Wir bauen aber auch mal eine hochwertige Küche. Das passiert auch schon mal. So dieses klassische Ladenbausegment, was man sich so vorstellt, wenn man in einen Laden reingeht. Man überlegt nur nie, woher kommt die Vitrine denn überhaupt, wo das Schmuckstück drin liegt. Wie wird die produziert? Und das ist halt das, was hier in den Hallen hier stattfindet. Die Projekte bestehen oft aus vielen runden, aufwendigen Möbeln. Um genau für diese Anforderungen noch besser gewappnet zu sein, entscheidet sich der dritte Chef des Familienbetriebs, Michael Hemann, nach der Betriebsübernahme für den Kauf einer CNC. Also ich bin mit Mitarbeitern im Werk gewesen, die ist uns da vorgeführt worden und meine Mitarbeiter haben sich die Maschine quasi ausgesucht. Die haben gesagt, das brauchen wir, damit wir starten können. Und ich habe mir das halt angehört, weil ich muss es ja finanzieren. Aber ich bin der Meinung, ich arbeite nicht an der Maschine. Dann sollte man seine Mitarbeiter auch mitnehmen dahin, dass die sagen, das brauche ich dafür. Vor 2 Monaten bekommen Michael Hemann und seine Mitarbeiter ihre erste HOMAG-CNC. Jetzt soll die Erfahrung zeigen, welche zusätzlichen Features benötigt werden. Auf alle Fälle haben wir uns für diese Maschine entschieden, weil die halt eine fahrbare Haube hat mit einem Bumpersystem. Und früher gab es das mit Trittmatten oder mit so Lichtschranken. Und da die viel, viel kleiner ist und viel weniger Platz wegnimmt, haben wir uns für die Maschine entschieden. An 3 Schulungstagen lernen die Mitarbeiter, wie sie zeitaufwendige Aufgaben ab jetzt auf die Maschine übertragen können. Auch jetzt müssen sie noch an manchen neuen Schritten tüfteln. Aber die Kosten und Mühen für die Einarbeitung des neuen Kollegen CNC lohnen sich für alle. Wir haben früher alle Möbel mit einem Lamellofräser zusammen lamellt, haben die Verbindung reingefräst und so und haben große Platten mit 2 Mann auf so ein Bohrgerät draufgehievt, um Lochbohr reinzubohren. Und die Maschine nimmt uns alles ab. Wir legen die Platte drauf, die dübelt jetzt unsere Platten. Wir machen die ganzen Verbindungen damit rein, wir fräsen Rückwandnuten rein und fertig. Drauflegen, in ein paar Minuten bearbeiten, runternehmen, nächste Platte, fertig. Die Arbeitszeit, die durch die CNC eingespart wird, nutzen die Mitarbeiter von Ladenbau Hemann jetzt für kompliziertere Aufgaben. Die Maschine ersetzt hier also keinen Tischler, vielmehr hilft sie dem Betrieb, weiterhin viele Aufträge abarbeiten zu können, trotz Fachkräftemangels. Wir haben hier große Industriebetriebe von ZF, einer der größten Automobilzulieferer der Welt, der hier auch seine Hauptsitze hat. Wir haben im Nachbarort BASF, das heißt Industrie, Chemie, und daher ist das schon schwieriger, auch Leute zu finden. Ich habe also ganz viele, die hier gelernt haben, die halt in den Betrieben mittlerweile arbeiten. Rein verdienstmäßig schon mal alleine. So, dann gibt es hier so gut wie keine Arbeitslosen, weil halt das Klischee ist, aufs Land zu ziehen, wäre nichts los, ziehen auch relativ wenige hierhin von außerhalb. Obwohl der Trend sich gerade ändert. Also es kommen ganz viele junge Familien jetzt hier in die Gegend. Und vielleicht ergibt sich dann nochmal wieder was. Weniger schleppen, mehr Zeit für Kreativität. Mit der CNC ist auch die Arbeit bei Hemann attraktiver geworden. Und auch für die Kunden hat die Anschaffung der CNC Vorteile. Die Aufträge können schneller und noch präziser abgearbeitet werden. Und das Angebot könnte sich auch erweitern. Im Moment benutzen wir die nur für Plattenwerkstoffe, Spanplatten, MDF-Platten. Aber es wird darauf hinauslaufen, dass wir auch Buchstaben fräsen mit so einer Art Schaumplatte, die dann nachher lackiert wird. Wenn wir halt einen Kunden haben, der seinen Namen an der Wand geklebt haben möchte, mit so ein bisschen erhabenen Buchstaben, dann werden wir das ausfräsen. Aber so weit sind wir noch nicht. Da fehlen uns noch ein paar Werkzeuge zu. Welche, das wollen sich Michael Hemann und seine Mitarbeiter auf der diesjährigen Ligna noch einmal genauer angucken.